Moskau hat zwar nicht wie Dresden eine Bulgakow-Straße, dafür aber demnächst ein Bulgakow-Museum. Zum 125. Geburtstag des Schriftstellers öffnete es jetzt für 4 Tage. Die Räume seiner ersten Wohnung, wo er von 1927 bis 1934 gelebt hat, sind noch in Sanierung. Der Andrang aber bereits groß. Das stattliche Michail Bulgakow-Museum. Unser Museum ist das erste und einzige offizielle Museum, das dem Leben und Schaffen Bulgakows völlig gewidmet ist. Bulgakow zählt heute zu den wichtigsten russischen Schriftstellern. Seine Werke jedoch waren jahrelang verboten, seine Stücke wurden abgesetzt. Der Dichter am Rand der Verzweiflung. Dort hat er die erste Fassung seines Romans über Teufel geschrieben, des zukünftigen Romans der Maestro Margarita. Und dann hat er diese Fassung teilweise verbrannt und hat er hier in dem Brief an seinen Freund geschrieben, ich bin zum Schweigen verdammt, und hat er hier den Brief an sowjetischen Regierung geschrieben. Und hier hat das schicksalhafte Telefongespräch zwischen Stalin und Bulgakow stattgefunden. Stalin rief persönlich Bulgakow an und versprach Hilfe. Direkt am nächsten Tag erhielt er eine Stelle als Regieassistent. Das ist die erste Ausgabe des Romans der Maestro Margarita. Es war zensiert und es ist nicht völlige Ausgabe, aber doch erste. Das ist ein Foto Bulgakows Arbeitszimmer in Bolschaja-Pirogowskaja Straße. Das war hier und diese Wand existiert nicht in dieser Zeit. Und dieses Foto hat Lyubow Jewgenjewna gemacht. Sie stand hier. Lyubow Belozerskaja war die zweite Ehefrau Bulgakows. Ein Ausschnitt aus dem Brief an die sowjetische Regierung. Auf dem weiten Feld der russischen Literatur war ich in der UdSSR der einzige literarische Wolf. Man gab mir den Rat, mir den Pelz zu färben, ein törichter Rat. Gefärbt oder geschoren, ein Wolf wird nie wie ein Pudel aussehen.